lokale Kämpfe und globale Verantwortung der Textilindustrie. Bevor ich selbst ein paar Sätze dazu sage, möchte ich unsere drei hier geladenen Referentinnen vorstellen. Ich fange mit Miriam Sage-Maas an, die Sie schon kennen, wenn Sie im vorherigen Panel eben dabei waren. Sie ist Mitarbeiterin des European Center for Constitutional and Human Rights und wie wir vorhin gehört haben, geht es darum, eine bestimmte, ich sage es mal in meinen Worten, Politisierung von Recht voranzutreiben und es mit den Auseinandersetzungen, sozialen Kämpfen, sozialen Ansprüchen zu verbinden. Herzlich willkommen, sage ich auch nochmal von meiner Seite. Direkt zu meiner Rechten sitzt Nasir Mansour. Nasir kommt aus Karachi in Pakistan. Er ist dort in mehrfacher Weise aktiv politisch und sozial engagiert. Er ist Vize-Generalsekretär der National Trade Union Federation von Pakistan. Er ist gleichzeitig, das habe ich jetzt gelesen und fand es interessant, Mitglied eines Komitees, was vor allem Frauen organisiert. Und er ist vor allen Dingen sehr aktiv gewesen in einem Komitee, was sich zur Verteidigung von Rechten und Ansprüchen in Anschluss an ein Feuer, an einen Brand in einer Textilfabrik gebildet hatte. Die Textilfabrik war direkt in Karachi. Sie war auch in Deutschland und Europa ein Fall, der für Aufsehen gesorgt hatte, weil dort fast 300 Menschen ums Leben kamen, weil insbesondere die Notausgänge versperrt waren. Und Nasir ist in der Auseinandersetzung, die sich daran anschloss, um Ausgleichszahlungen, Entschuldigungszahlungen des Unternehmen KIK, was wir, glaube ich, mehr oder weniger alle ungefähr kennen, involviert. In den Prozess auch, der dort darüber hinaus stattfindet und kann uns darüber, aber auch über die Situation in der Textilindustrie in Pakistan und darüber hinaus in der Region sicherlich einiges sagen und eben auch aus der Perspektive eines gewerkschaftlichen Aktivisten einiges sagen. Und zu meiner Linken begrüße ich Marco Bona aus Turin. Marco ist Rechtsanwalt und er ist, ich habe das versucht, noch vor dem Beginn der Veranstaltung hier stärker zu klären, organisiert in einer transeuropäischen, paneuropäischen Organisation, die sich für die Erweiterung des europäischen Rechts auf weltweit agierende Unternehmen und im weltweiten Maßstab einsetzt. Und er wird vor diesem Hintergrund hier intervenieren. Damit komme ich zu dem Spannungsverhältnis, was hier in dem Forum diskutiert werden soll, was, glaube ich, nicht so leicht ist, aber ich denke, wir werden das schaffen. Wir werden uns einerseits mit Rechtsfragen, mit rechtlichen Möglichkeiten auseinandersetzen und andererseits aber mit sehr konkreten sozialen Kämpfen, vielleicht auch verlorenen Kämpfen, gewonnenen Kämpfen in Pakistan, aber ich würde vorschlagen, auch darüber hinaus und auch in Europa. Und damit komme ich zu meiner Person. Ich bin Stefanie Hürtgen, ich arbeite am Institut für Sozialforschung. Ich bin auch aktivistisch unterwegs, aber ich habe insbesondere zu dem, was wir Global Chains nennen oder Global Production Chains nennen, gearbeitet. Allerdings nicht zur Textilindustrie direkt, sondern zur Elektronikindustrie. Das ist der zweite Punkt, den ich hier vorwegstellen möchte aus meiner Sicht, dass wenn wir über die Textilindustrie sprechen und die Art und Weise, in der die Produktion dort global organisiert ist, und ich betone noch einmal, die Art und Weise, in der sie global organisiert ist, sich genauer zu betrachten,
dann kann die Textilindustrie nur ein Beispiel sein, weil aus meiner Perspektive, wenn wir uns die Elektronikindustrie angucken, wenn wir uns aber auch andere Industrien angucken, sind die Probleme sehr vergleichbar. Und ich möchte Sie einladen, auch aus Ihrem Hintergrund, vor Ihrem Interessen und politischen Aktivitäten aus, den Gegenstand hier zu erweitern, so wie Sie das für richtig halten. Die Reihenfolge, die wir uns überlegt haben, ist, dass Nasir, der vorgestern tatsächlich direkt aus Karachi nach Frankfurt kam, anfängt und uns etwas auch einfach zur aktuellen Situation dort, zur sozialen Situation, zur Art und Weise der Aufarbeitung des Prozesses gegen KIK, das Unternehmen, dessen Fabrik dort brannte, erzählt, dass dann Marco Bona anschließt und einen stärker juristischen Blick, aber eben auch politisch-juristischen Blick auf die Frage stellt, welche Reichweite, welche Hebelwirkung können juristische Möglichkeiten beinhalten, und dass Miriam Sage-Maas dann die Synthese formuliert, indem sie nochmal fragt, welche Rolle spielen denn Rechtsansprüche und rechtliche Möglichkeiten in wiederum dann sozialen Kämpfen. Also wir haben die Rechtsfrage und die Frage von sozialen Kämpfen, und es geht um die Verbindung von beiden mit natürlich der übergeordneten Frage nach der sozialen Verantwortung. Ich hatte das noch als letzter Satz, die Rednerinnen gebeten, ein Timelimit einzuhalten. Das ist immer schwierig, wenn man aus so unterschiedlichen Kontexten kommt und sich ja auch verständlich machen muss. Aber mein Anliegen ist tatsächlich, dass wir es schaffen, auch in eine gemeinsame Diskussion zu kommen. Schön, dass Sie da sind, und wir fangen einfach an mit Nasir, und ich freue mich. Thank you. Thank you for the host organizations to invite us here to speak on the very crucial issue for the Pakistan and for the South Asia. And also, I think, is for the European Union, the peoples. I'm from the country which is very much in a newspaper about the drone attacks, terrorist activities, Taliban's, and ethnic rifts, military regimes, takeovers, and a lot of that kind of activities, and the hub of the terrorist activities all over the country. But the Pakistan is the country of 200 million people, out of which 60 million engage with the different workforce. Out of 60 million, nearly 60% are engaged with the textile-related industry and the farms, from the agriculture to the value-added products and the textile. So the textile is a very important sector for the Pakistani economy. Nearly 65% of the foreign exchange of Pakistan is from the textile. But the situation in the textile sector is a very worse. It's just like a slavery over there. In Pakistan, in a textile sector, only 2% workers are organized with the trade union, or some say that less than 2%. Pakistan has ratified 38 ILO conventions, including the 9 core conventions of the ILO, the labor standards. Pakistan is in the countries much more ratified than countries which has ratified the many charter of the ILO conventions. So, but the situation on the ground is that only 5% workers, especially in the textile sector, they are registered with the social securities. 95% workers don't have the social security. The same situation is with the health and so health and other facilities, just like security issues. Only 5% workers have the access to the labor departments.
nearly 90% textile factories are not registered with the factory acts. It means that only 10% factories are registered and doing a business legally. Pakistan is the one of the largest exporting countries of the textile. They are the seventh largest country in the world who export to different countries. But the situation in the textile sector is worst, and every day there is a something happening in any factory, but it's not noticed anywhere. Till the September, 2 years ago, in September 2011, when there was a big factory fire in a Karachi, a factory called Ali Enterprise. Then it's taken hold the society and all over the world that there's a problem. But after that, we, being a trade unionist, as a national, from the National Trade Union Federation and some other organization, we have organized a very small campaign against the factory fire and for the victim of that factory. And that, then we get to know, I was the first person who get a label from a factory, which is still with me. It was the first label, KIK. When I told the world that the Pakistani manufacturer is not only the culprit, the another culprit is the international brand who has been getting the merchandise from that factory for last 11 years. And that factory was running illegally, is not registered with the labor department. There was no union. There was not observance of any labor standard. There was a third party contract system over there. Child labor was there. And there was no union. There was only one gate, exit gate. And when there was a factory on a fire, all the exit gate was it was the electronic gates that was closed on, forcibly. And nobody, not anybody allowed to go outside. And the management has forced their supervisors. First, they take out the merchandise, machinery, and then allow the workers to go out. And that was not the first time. The people tell us that, the worker tell us that, is the third time that kind of happening. But in last two accidents, there was a not big, that kind of tragedy. But then there was a tragedy. And there was a no response from anybody. We were, is a very pessimistic thing. But real thing is that we were affiliated with the International Trade Union Movement. We have the contact with the international bodies. We have the friends, international friends. But the kind of drastic and that kind of tragedy was there, but there was a no response, international response on it. So, but still, what was the very small response from our comrades, just like from Medico International, CCC, ECCHR, and other peoples. We get a lot of out of it. That was first time in Pakistan that the owner was trialed under the, for the murder. He was under the jail. In last 4 decades, not a single factory owner was put behind the bar. It was the first time that put behind the bar. And because of that local struggle, it was very small, but it's a very concentrated, the workers get the benefit from the compensation, very small, but get the compensation from the government side. And also, when the people get to know about the KIK, there was a pressure internationally and from the local side
Then the KIK came and they gave only $1 million as a compensation in a first stage. So the situation was going on, but after there was in a September, there was a fire. Then in a November, the same kind of happened in the Bangladesh, Tanzim, in a factory, it was collapsed. And then in the next year, in last year, in a November, there was a collapse in the Rana Plaza. So that was a much bigger disaster than the fire. So the Karachi tragedy was forgotten, is gone. Now the Bangladesh at the forefront. And all the international media, international groups, trade unions, they were much more focused on the Bangladesh. And that is a good thing, because everywhere in South Asia, the same situation, in Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, and India, all the textile factories are just like a death trap. There is a minimum wage in Pakistan for unskilled worker is $95. But in 93% factories, nobody in that factories, nobody get $95 per month for 8 hours. In each factory, they get $60, $70. Even if the workers get $90 in any factory, then they have to work 12 hours to 18 hours a day. The factory where was a fire, the workers work over there for 18 hours. So when in Bangladesh, there was a big threat and a pressure on the international buyers, brands, and the local manufacturers. So they come and term with them, and there's a negotiation, and they get some memorandum of understanding over there, how the international brand go into the Bangladesh and how they treat with the workers. We have some question with that memorandum, but still we think that is a good step towards a positive thing. But things are changing now. When the international brands see that there is a pressure and the Bangladesh is a focus, they have shifted their business without any hue and crew slowly towards Pakistan. You see, in last 1 and 2 years, the business in Pakistan, they are getting more merchandise from the Pakistan for the European Union and for the North America. The big brands are coming to Pakistan because they are in Bangladesh, they are not now big more on a focus. One. Another, now European Union in 1st January 2004 given a special status to Pakistan, GSP, General System of Preference to Pakistani garment products. It means before that, every Pakistani garment products would have to pay nearly 9.5% duty on each product. Now that duty is waived. So it means they get more products from Pakistan. Nearly, it is estimated that nearly $1 billion each year more get from the European Union for the Pakistani manufacturers. And it will increase 13% every year. So it is another estimation that 1 million new jobs will be created. That is a positive sign. Some says that. But there's an instrument attached with it for the women. If Pakistan agreed with it and Pakistani government is agreed with it, that the manufacturers and the government will observe the ILO core conventions and labor standard in the factories where the merchandise and the export oriented products are produced for the European Union. You see, in Pakistan, the Pakistani government and the manufacturer, they don't have problem to say and write that they will do all these things. But practice, in practice, they can't do anything. In papers, Pakistani labor laws are very good.
But in practice, nothing. So the same as they have the attitude towards it. So now is a problem, not is the factory fire issue. There is a problem, another problem is also there in a textile sector. I quote the two examples. One is the Faisalabad. We call it the Manchester of the Pakistan. It's in the north side of the Pakistan, where textile fabric is, the production of the fabric is there. Nearly 500,000 workers engaged with that activity. Our comrades had tried to form the union, and they just asked for minimum wage. There was a demonstration, and there was a fight with the factory owner, management. 12 workers were arrested, and they were trialed under Anti-Terrorist Act. The Anti-Terrorist Act is for the Taliban, for the terrorist, other terrorist groups. But it was used against the trade unionists. So for the there were 12 workers who were arrested, and every workers were charged with the 10 different cases. And within 6 months, the anti-terrorist court has given the verdict, and every worker get a 94 years imprisonment. Now the workers in the jail. 12 workers for every worker for 94 years is in a Faisalabad, is a power loom workers. The same is with in a Karachi, the same power loom sector. The one of the biggest exporter of Pakistan is called Al Karam Textile. They have the subsidiary over there. We formed the union. The military, paramilitary troops, they arrested the 6 workers. They tortured them, and they put them behind the television channels and asked them, forced them to say that they are the mafias and they are extortionists. They are wanting the money from the, but they deny in the front of the TV channels. They were now, they were in the jail. The case is going on. They were out of the, now the out of the jail, but the case is still going on the terrorist charges. So you see, the Pakistan have ratified number of ILO conventions. They have ratified the GSP plus, and they say that they will observe all the standard, labor standard, but in practice, they are doing at the worst with the workers. The same in the fire, there was our comrades are there, the lawyers. Miriam was number of time in Pakistan to pursue the case. Now the negotiation with the cake is going on, but we don't think they are very much serious about it. The same is with the, another thing is very important is that there was audit companies in Pakistan. It's a very ugly face of the audit companies, international audit companies. They were hired by the international brands, and they are responsible to give the certificates to the factories that all the things are going well. We have the question about the verification. Because if there is a ILO conventions, international labor standards, national laws, is a obligatory and legally binding everybody who do the business or establishing the factories. They come, they want to avoid the international standards, international laws, conventions. They use the ISO certifications. They use the audit to avoid the ILO conventions. But still, when there was a factory fire, 10 days before the factory fire, the international company has given a clean chit to the factory. That factory is good, the international standard, all the labor standards are observing over there. After 10 days, there was a factory fire. So now, our lawyers, comrade Marco is there, they were there, and the victims and the survivors, we are going to sue
the international audit company who is giving the certificate to that. That factory, that audit company, not only given the certificate, clean chit certificate to that factory, but they have given to 99 other factories also. And for last 2 years, we are demanding from that audit company, give the list of those factories to whom you have given the clean chit, but they are not responding. So I think that the products, I have gone to the different departmental stores here and saw the different garments over here. Even the cheap garment, there says a sale, €65 for one pant, €45 for one shirt, euro. But the workers, the laborer get 0.5 cents only for one shirt or for one pant, €0.5, sorry, dollar, not a euro, $0.5 for the labor. So it's a huge problem, it's a huge gap. So we think that there is a problem that the trade union is a very, very weak. The fundamentalist in Pakistan is growing day by day. The government is a right-wing government against the trade unionists, against the progressive people. But they have increasing the business with the European Union, increasing business with the North America. So it's a duty of the people who are conscious and use the garments over here to show their solidarity, the workers who produce for them. And daily they go to the death trap, every day. So force the international buyers, force your governments, and show your solidarity with the workers. Only 2% workers are organized with the trade union. So if there is a no international solidarity, that trade union will be perished, crashed. Because whenever there is a vice, they will crash it. After the, just in the last presentation, our comrade from the Sri Lanka, what she spoken about the state repression, the same state repression is going on in some part of the Pakistan. And they will use it against the trade unionists also, because they have a good connection with the Sri Lankan government and the state. And they get one lesson from it. They say that crush the movement in the start. So they are doing there in a Pakistan, just like they are under the trial, the workers and other issues. So I think that today we are here, friends are here, so we have to make some mechanism. And the GSP Plus is one good instrument in our hands. We make some systematic arrangement, the struggle, local struggle in Pakistan, and also here make some organizational or some structural mechanism to do something and use that instrument and force the European governments and the parliament and the brands to observe the GSP Plus in true terms. So if the factory are producing the products for them, they should observe the labor laws. So that is my request. And I am here and tell you about the suffering of the workers, especially the textile workers. If there is a solidarity, we will get a lot of space, because the Pakistani government and manufacturers are not pressurized from the union so much as compared to the international pressures.
because they have to lost the some orders. So we have to use that instrument, and it will help us. Thank you very much. Ja, vielen herzlichen Dank. Wie bei den anderen Beiträgen auch, ist man jetzt erstmal voll von diesen Schilderungen, und trotzdem gehen wir einfach jetzt zum nächsten Referenten über. Marco Bona, bitte. Good afternoon, everybody. I will start from where Nazir stopped. We have to find mechanisms. We have to fill the gap between ILO conventions, rights, and as Nazir said, the practice. Because we in Western countries, we believe that the world is great because we have rights. United Nations Convention, constitutional rights, and rights written everywhere. When we face the issue of safety at workplaces abroad, we can find a list of conventions and human rights declarations that is impressive. There is a very long list of rights. But then, at the end of the day, rights seems to be like empty boxes, and we have to put substance into these boxes. Long time ago, it was something like three centuries ago, an English judge stated a sentence that is extremely relevant. There are no rights without remedies. We can talk lots of hours about rights, but then we need something to enforce those rights. Of course, a lawyer's view is always not really the only view to be taken into consideration, for one simple reason, is that lawyers generally intervene when the tragedy has already occurred. And so it shouldn't be the only perspective. But from my perspective, from my point of view, remedies, the mechanism that Nazir is praying for, should be let's make these corporations, these companies, paying. Because at the end of the day, for them, is an issue of predict the risks and say, well, for that risk, we are not going to pay anything, or we are going to pay a small amount of money. And in this case, in the case that Nazir was talking about, the risk was the lives of the workers. And the assessment that they made was, okay, there are about 300 workers, 1,000 workers in that factory. How much is their life? Well, between zero and something. And so this is their approach. And at the end of the day, because there was a strong campaign, they come up and say, okay, we put down on the table 1 million euros to be shared among the families of 258 victims. 258 victims. And all these families are very poor. We've been there. They are very poor. They have nothing, practically nothing. And they are very large families. Okay. And so I think that the scope for a lawyer assisting victims is to make them pay really as much as it is possible. This is the rights with remedies. And I'm not going, of course, to make a complete analysis of all the laws involved, but I'm going to present you which is the difficulties of a lawyer in cases like the Badia, the factory case, and also to understand the questions we have to ask ourselves.
So we go through 3 points: potential liable persons, dilemmas for plaintiff lawyers, globalization, international law, and human rights. And so the law that we have to go through. Now, potential liable persons. In cases like the Badia one, of course, the local enterprise did something really bad. I've been there on the site, and this factory was very old factory, was looking like a prison. I got the impression that it wasn't a factory, it was a prison with the bars outside. And in order to make the workers escaping from the fire, they had to break the walls, because otherwise they couldn't get out. And the factory was looking very miserable. So of course, the local enterprise is liable. The local authorities. What's about the local authorities? What's about the police? What's about everybody working there? Of course, that the political, the cultural approach to safety of workers at the local authorities level, it's very important. But I would like to focus on the global Western enterprises involved in these situations by importing, selling products to multinational or final consumer. Until this case, I've never seriously asked myself, well, I wear this tie, where does it come from? What's about my jacket? Where does it come from? How is it made? And I started asking myself these sort of questions after Baldia case in a serious matter. And I regret I should change my wardrobe. Maybe I'm going to wait for losing some more weight. Apart from that, the thing is that you have these corporations going there, and really you should ask yourself why they can sell all these clothes, shoes, everything at a very cheap price. Much cheaper than dresses made by local factories. And the reason why is that they can save money with the workers abroad. Simple. And let's say that you are a very wise consumer and you want to check, you want to make a selection of good factories and the bad factories, bad producer, good producer. So before going into a shop, you go on the website and you check whether they take care of safety condition abroad. And you will realize that they state that factory in Pakistan is certified. We have auditors going there, checking that everything is done properly, etc. And in order to prove this, generally you will have the certification issued by a company, generally a Western company, under an international organization. And this was the case of Baldia. In the case of Baldia, there was an Italian company that certified the safety of the workplace. And this company, I cannot provide you the name with, it is 4 letters, R-I-N-A. This company is a big classification certification company. It is so good that it managed to certify a long time ago, well, not really long time ago, a vessel that in 2006 sank, killing about 1,000 people. And it was classified by this company. And then they started classifying also the factories, because that makes a lot of money. And they went to Pakistan to certify this factory. We suppose, it's a supposition, but we already have some evidence, that the auditors never went there. This certificate was issued by a man
in Genoa, Italy, that signed a paper saying, okay, everything is fine, you have the certification granted under the international standards provided by the Social Accountability Organization in New York, and this is the system we are facing. So when we ask ourselves who is involved in these kind of tragedies, there are many potential liable persons. And liable persons means that could do something to avoid the tragedy. Now, coming to the legal questions, a lawyer has to, of course, ask several questions, and these are the key ones. Did foreign company or certification company owe any duty of care towards the workers? If yes, is it possible to establish causation between foreign companies, human rights violations, and workers' damages? For an ordinary person who is not a lawyer, who is not a judge, who is not an insurer, these questions maybe look very silly, because you think, well, if I produce something in a factory, of course, I should take care of the safety of workers. And of course, if I don't take care, there is causation. Simple. This is for ordinary people. Unfortunately, lawyers in general, including judges and who makes the rules, even legislators, are not ordinary people, but they are mentally affected, I think. And so these two questions becomes a great problem. It's a great problem, and I will close my speech with telling you about a recent case. For example, the House of Lords, the great House of Lords in London, introduced a threefold test for a duty of care. Harm must be reasonable, foreseeable. Come on, you go to a factory, and you see it looks like a prison. It is reasonable, foreseeable, I think. There must be a relationship of proximity between the plaintiff and the defendant. So in these cases, they say, okay, the foreign corporation is not the owner of the factory. So is there any proximity? The certification company is certifying the factory on behalf of the local enterprise, but has no direct link with the workers. And so maybe proximity test is not satisfied. It must be fair, just, and reasonable to impose liability. And whenever you ask a judge what is fair, just, and reasonable, well, you get answers that maybe are a great surprise for ordinary people. However, this act, this only act as guidelines for the courts in establishing a duty of care. So sometimes you get decisions where they say, okay, yes, maybe these three requirements are satisfied, but there is also the policy of the law. And the policy of the law in this case brings us to deny liability. And so you have another surprise maybe coming in. And so we have all these legal positive obligations also on private corporations. There is a huge debate within the academics. Do the international laws impose obligations also on corporations and not only on the states? And millions of books, I'm reading now these books, Globalization, International Law, and Human Rights, where they ask themselves, well, maybe corporations are bounded by the United Nations Conventions on the Rights of workers. Maybe they are bounded by the ILO Convention. Maybe. And so even lawyers, even plaintiff lawyers, when we have to start a case, we have to go to the victims, to the client, and say, maybe you have a right. Maybe. We don't know. So, you see, this is, of course, the time is running away. I'm going to close down with this last slide to tell you how
This strange world of lawyers is examining these sort of situations. This is a recent case from the Seventh Circuit of United States Supreme Court, Flomo versus Firestone Natural Rubber. This was the case. The plaintiffs were 23 Liberian children from the age of 6 to the age of 16 years old. And they said that they were engaged in strenuous child labor on a rubber plantation owned by the Firestone Company in Liberia. But the children were not employed directly by the plantation. But the adult laborers often brought their children to help them meet their production quota. So it was the decision of the father of the child to get in the factory, not the decision of Firestone. The plaintiffs claim that the Firestone allowing the use of child labor on its plantation violated international child labor standards incorporated in customary international law. And really, customary international law is like a monster. We never realize how to handle this monster. In this opinion, and it's a very important opinion, Judge Posner, if there is any lawyer inside here, Posner, Richard Posner is a very famous, not only judge, but a jurist. He's one of the fathers of the economical analysis of law. Now, he stated one point in favor of the plaintiffs, and that, yes, of course, there is liability of corporations for breach of human rights, for breach of charters containing human rights, ILO standards, etc. There is a potential corporate liability. But, and so this is a very important case because it is one of the first cases that allow liability of corporations for breach of human rights charters. For ordinary people, of course, this seems obvious, but it's not. But when he came to the case, he said, yes, but there is no customary international law about child labor. And he said, because the conventions are not really clear, are too vague. And I will finish by reading this passage of the sentence, of the decision. Article 32 of the United Nations Conventions on the Rights of the Child provides that a child has a right not to perform any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral, or social development. I don't think it is too vague, this principle, but this is the answer of this great American judge. That's much too vague and encompassing to create an international legal norm. Millions of middle-class American children are working part-time after school at jobs that confer no intellectual or characterological benefits, merely to obtain pin money for buying video games, also barren of intellectual or other benefits. The jobs and the games actually functioning to diminish the children educationally, mentally, physically, and spiritually. I mean, I don't know where Posner lives, but of course, the work of the American children at I don't know, McDonald's, is not really the work of Liberian children in a plantation, okay? And so you get these judges that really have no clue of what's happening in the real world. And here, again, we are facing what Nazir was saying. And that there is a big, big gap between, on one side, the law and the international rules and the international principles, human rights, and on the other side, what
happens in reality. And we really should work all together to match together human rights and practice. And matching together human rights and practice also means make big corporations paying for the disaster they do. Otherwise, we will never be able to stop them. Thanks. Ja, vielen herzlichen Dank nochmal für die Darstellung der Kompliziertheit auch im Detail der Lage. Jetzt wie angekündigt als Rednerin Miriam Sage-Maas und anschließend gehen wir in die Diskussion. Genau. Also sowohl Nazir als auch Marco haben das ja sehr gut dargestellt, dass die Textilindustrie, wie sie global aufgebaut ist, eigentlich gekennzeichnet ist durch systematisch organisierte Unverantwortung. Also dieses System von endlosen Zulieferketten, das sozusagen hat ja den ursprünglichen Grund, dass wirtschaftliche Risiken ausgelagert werden sollen. Also die Risiken des Führens einer eigenen Produktionsstätte wird ausgelagert und damit einhergehen werden auch ausgelagert die Verantwortung für die Bedingungen der Produktion. Und wenn große deutsche Bekleidungsfirmen sagen, sie haben allein 4.500 Zulieferbetriebe in Indien und die sind jetzt relativ, und das ist jetzt nur Indien und dann kommt noch Bangladesch dazu und es kommt noch Pakistan dazu und China und Kambodscha und andere Länder. Und dann sagen sie, ja, das ist jetzt da, wie soll man das jetzt überblicken, nicht? Was da jetzt, wie es in dieser einzelnen Fabrik aussieht, können wir ja gar nicht. Ja, natürlich können sie das nicht. Oder zumindest können sie das mit ihrem derzeitigen Stand nicht. Aber da steht, das ist ja natürlich nicht naturgegeben, sondern das ist schlicht und ergreifend das Wirtschaftssystem, wie es sich in den letzten 40, 50 Jahren entwickelt hat. Gleichzeitig kann man eben auch an diesem Brand in Pakistan sehen oder auch schon die ganzen Jahre davor, also dieses Auslagern von Produktionsbedingungen führt eben auch, aber auch zu Skandalen. Also dann verbrennt eine Fabrik ab oder es gibt immer wieder auch vorher, gerade zur Textilindustrie, ja relativ viele Berichte und auch Aktionen hier in Deutschland und Europa zu den Arbeitsbedingungen. Und das trifft solche großen Ketten natürlich auch. Sie haben den direkten Verbraucherkontakt, aber die Reaktion darauf, auf diese Skandale, ist natürlich nicht, sozusagen die Produktion wieder und die Verantwortung für Produktionsbedingungen zu reintegrieren ins Unternehmen, sondern es wird eigentlich ein neuer Wirtschaftszweig geschaffen. Das würde ich nämlich als Corporate Social Responsibility Maßnahmen bezeichnen. Und dem Ganzen, was damit einhergeht. Nämlich, was geht damit einher? Also, erstmal muss in den Unternehmen eine CSR-Abteilung geschaffen werden. Die müssen sich nämlich Gedanken machen, was wollen wir eigentlich für Standards haben und wie sollen die aussehen und wie wollen wir die jetzt eigentlich sicherstellen. Ja, also alles das, was es eigentlich schon auf ILO-Ebene und auch sonst im internationalen Recht gibt, muss aber in diesen Abteilungen nochmal wieder neu irgendwie beschrieben werden. Dann natürlich auch immer viel schlechter. Dann hat ein Unternehmen einen eigenen Code of Conduct, beispielsweise KIK, die ja in Pakistan da produzieren. Also die haben einen Code of Conduct, natürlich. Wissen alle, was ein Code of Conduct ist? Können wir das kurz? Genau, das ist ein Verhaltenskodex, also der nach langer Arbeit der CSR-Abteilung dann entwickelt worden ist, wo dann drinsteht, also wir sind gegen Kinderarbeit, wir wollen den Mindestlohn zahlen, wir wollen sozusagen grundlegende Arbeitsstandards einhalten in unserer Zulieferkette. So, und dann geht es natürlich darum, da muss jetzt ja diese Einhaltung dieser Codes of Conduct irgendwie überprüft werden. Und da braucht man natürlich wieder eigene Unternehmen, die beauftragt werden, damit die nämlich dann auditieren und zertifizieren. Ja? Und das sind natürlich wieder Unternehmen, die brauchen Geld. Und dann hat man ein ganz neues Geschäftsfeld entwickelt. Und wie man sieht, an Pakistan und Bangladesch ist das komplett ineffektiv. Es bringt natürlich nichts, weil da einfach nur ein Management vorgegeben wird, bitte erfüll diesen und jenen Standard. Und sozusagen, es werden einerseits werden die staatlichen Regularien umgangen durch private Standards, die schlechter sind als die staatlichen,
Und andererseits ist das natürlich einfach nur so, in Pakistan bekommt man nur einen Vertrag mit einer internationalen Firma, wenn man zertifiziert ist oder wenn man Audits macht in seinem Betrieb. Also es ist eine Zugangsbedingung zum internationalen Markt und dann muss man die halt machen, aber sozusagen, dass das was mit Arbeiterrechten zu tun hat, mit einer Gewerkschaft, die in diesem Betrieb tatsächlich aktiv ist, steht ja auf einem ganz anderen Blatt und wird auch über dieses System des Auditings überhaupt nicht erfasst. Ja? Da wird eine Checkliste, wenn jemand überhaupt in dieser Fabrik auftaucht, eine Checkliste erfüllt und wie ich auch von schon mehreren gehört habe, es gibt ganz feste Standardpreise, wie viel so ein Zertifikat kostet, ohne dass jemals die Fabrik tatsächlich besucht wurde. Und auch was Marco natürlich sehr deutlich sagt, ist, dass all die Hürden, die es gibt, diese Verantwortung, eine rechtliche Verantwortung herzustellen. Und ich denke aber gerade eben, dass das Ziel eben unserer Arbeit ist, oder das Ziel, an dem wir alle in diesem Projekt auch arbeiten, ist, dass wir sagen, wir wollen das Recht und die Anzeichen, die es gibt im Recht. Marco hat eine britische Entscheidung zitiert, die immerhin schon mal anfangen, zu Hinweise zu geben, dass Unternehmen jedenfalls für Bedingungen in ihren Tochterfirmen im Ausland verantwortlich sind für Arbeitsbedingungen. Diese Entwicklung im Recht wollen wir nehmen und aufgreifen und weiterentwickeln. Und sozusagen da sehen wir eben auch die Chance von rechtlichen Verfahren, eben zu sagen, also es geht uns eben jetzt nicht nur darum, und wir fordern von Unternehmen nicht nur, dass sie, weil sie so sozial verantwortlich sind, jetzt mal Entschädigung zahlen, eine Million, weil das natürlich echt mal nicht schön gelaufen ist mit diesem Brand, oder dass sie nicht nur Geld in ihre CSR-Abteilung investieren oder in, ich glaube, Kickfilm hat auch so ein GITS-Projekt, da finanzieren sie Nahrungsergänzungsmittel für Arbeiterinnen und Arbeiter in Zulieferfabriken in Bangladesch. Tolles Projekt, ja, also sozusagen, dass wir sagen, das reicht nicht. Also sozusagen diese moralische Empörung, die es über die Skandale gibt, darf nicht nur dazu führen, dass ihr solche Pseudo-Wohltätigkeitsveranstaltungen macht, sondern ihr habt eine Pflicht und eine Verantwortung, insbesondere Arbeiterinnen und Arbeiter haben ein Recht euch gegenüber. Sie können was einfordern von euch. Ich würde halt gerade noch mal, also eine Entscheidung, die Marco auch nicht erwähnt hat, die auf diese eine englische aufbaut, das ist eine sehr kürzliche, da geht es um ein südafrikanisches Unternehmen und die Haftung von des britischen Mutterunternehmens für Arbeitsrechtsverletzungen im südafrikanischen Unternehmen. Und wir wollen sagen, das ist halt Entwicklung, es gibt halt diese Entwicklung, die Arbeitsrechte wieder zurückbringen, zu den eigentlich ökonomisch relevanten Akteuren und die müssen weiterentwickelt werden. Gleichzeitig muss das natürlich auch, kann das eben auch, denke ich, nicht nur, und das soll es, oder das ist es ja auch gerade hier in Pakistan nicht, es ist ja eben nicht nur jetzt wieder eine Sache, die jetzt vor einem italienischen oder deutschen oder britischen Gericht verhandelt werden soll, sondern gleichzeitig dient natürlich sollen so eine Verfahren auch dazu dienen, dass Arbeiterinnen und Arbeiter sich eben auch in Pakistan besser organisieren. Und das ist ja auch Voraussetzung dafür, dass dieses Verfahren überhaupt funktionieren kann. Also die müssen sich, wir müssen sie regelmäßig treffen, die müssen sich regelmäßig treffen, um sich auch Gedanken und sich zu machen, wollen wir dieses Verfahren, wie soll das weitergehen, was erwarten wir, was sind unsere Forderungen genau in dem Verfahren und wie können wir das aussagen und was ich auch schon vorhin meinte, ich finde, dass diese Vorstellung, dass irgendwann mal das Management von diesen europäischen Unternehmen einfach gezwungen ist, sich mit den Geschichten der Klägerinnen und Kläger auseinanderzusetzen, sich damit auseinanderzusetzen mit der Frau, die jetzt mit 3 kleinen Kindern alleine dasteht und der Ernährer der Familie ist gestorben in diesem Brand. Und 3 Wochen vorher hat aber diese Fabrik ein Zertifikat bekommen, dass die Arbeitsbedingungen gut sind. Also dass sozusagen sowohl die Unternehmen und alle in den Unternehmen gezwungen sind, sich mit diesen Fakten auseinanderzusetzen, aber auch, dass wir uns hier in Europa eben auch gezwungen werden, uns mit diesen Zuständen wirklich auseinanderzusetzen und sozusagen über einen langen Zeitraum und nicht nur in dem Moment der Empörung, wenn wir es in der Zeitung lesen, sondern ein Gerichtsverfahren dauert eine Weile, ja, und dann muss leider, also über diese Verfahrensschritte muss viel geklärt werden und viel beigebracht werden, viel Information gebracht werden und das heißt, das Thema bleibt, muss in der Bewusstsein hier bleiben.
Ja, herzlichen Dank für die anregenden, wichtigen Beiträge. Ich würde jetzt gern folgendes Verfahren vorschlagen. Wir eröffnen gewissermaßen fast direkt die Diskussion. Allerdings fange ich einfach mit der ersten Frage an, sozusagen an das Podium. Aber entweder es gibt dann direkt auch jemanden von Ihnen, der schon etwas sagen will und dann sammeln wir einfach. Oder es wird direkt geantwortet. Also wir gucken einfach mal auch, was sich für Fragen entwickelt haben und auch für Statements. Ne? Es geht ja hier auch darum, Positionen und Perspektiven zusammenzutragen. Bevor ich meine konkrete Rückfrage an Nazir stelle, also Sie können schon mal überlegen, was Sie fragen wollen, aber ich fange wie gesagt an, möchte ich eine Bemerkung noch machen, weil die, glaube ich, nicht gesagt wurde. Nach meinem Kenntnisstand ist das Unternehmen, was die Fabrik in Karachi zertifiziert hat, ein italienisches gewesen. Das heißt, wir sollten uns auch verabschieden, ich weiß nicht, ob ich Sie da jetzt richtig adressiere, aber wir sollten uns verabschieden von solchen paternalistischen Vorstellungen, naja, da in Pakistan, da ist dann da halt Korruption und da wäscht eine Hand die andere und dann wird da halt ein bisschen zertifiziert, sondern wir haben die Problematik unmittelbar vor der Haustür, es war ein europäisches Unternehmen und offenbar eben ein sehr zentrales Unternehmen, was in dieser Weise agiert. Meine konkrete Rückfrage an Nazir ist vor einem ähnlichen Hintergrund. Ich habe, wie gesagt, selbst sehr viel in Ländern der sogenannten Dritten Welt gearbeitet, aber auch in Osteuropa. Und ich treffe immer wieder auf Vorstellungen, jetzt hier im Westen, naja, Prekarisierung, Informalität, 95% ohne Arbeitsvertrag bzw. Zugang zu den Sozialsystemen, ist zwar nicht schön, aber ist ja auch noch ein Entwicklungsland. Die kennen das ja auch nicht wirklich anders. Also so ein bisschen ist nicht unser Standard, aber sie kommen ja auch woanders her. Ich finde das immer sehr wichtig, dann auf die Geschichte auch dieser Länder aufmerksam zu machen. Und meine konkrete Rückfrage an dich ist, ob du etwas darüber sagen kannst, inwieweit dieser hohe Anteil an informeller Arbeit eine Kontinuität der letzten Jahre, Jahrzehnte darstellt oder inwieweit er auch eine neue Entwicklung ist, damit wir auch ein Stück weit diese Zahlen einordnen können und das nicht einfach so ein Bild bleibt, ja Gott, da geht halt gerade was los und vorher war da so ein bisschen Wüste sozusagen. Ja, das ist halt häufig das Bild, ne? Also. I think the informalization of the economy is not a new phenomenon. Not a new phenomenon, but nowadays, in the last 20 years, it's increased a manifold, it's rapidly increased. Mm-hmm. Especially in Pakistan, just I'm also involved with the informal workers, and nearly 20 million home-based workers is producing for the industries, and out of which 80% are the women. They work at their home, especially in the garments, toy, electronics, even the auto, television industry, and the footballs, cricket balls and all these things, soccer balls, sports industry. So it is increasing, multiplying, because when there is some threat from the law, if any industry is becoming under the law, mm-hmm. they have to observe the law, they go outside of that law, mm-hmm. the orbit, not to observe it. Mm-hmm. So they go to the homes, mm-hmm. just like. Yes. So they say that, okay, the Pakistani society is a very conservative in a way. A lot of women at their home, they say that, okay, we are giving you to the job or the work at your home. We give you the things, material over there, you finish it, you produce it, we pick it up from your home
is not a problem for you. Mm-hmm. So that is a new phenomenon. It, just like in Pakistan, in law, you define the workers. There's a three definition for the law. One is the for the workers, and another one is the establishment where the worker work. Another one is the employer. Mm-hmm. Okay, but the home-based workers, you can't define them as a home-based or as a worker. In a Pakistani law, there is no definition for him because the employer is not visible. His home is the establishment, is the factory. So the Pakistani law says that, even the Indian and the Bangladeshi law says that the person who work someone else's place, the workplace, is called the worker. Mm-hmm. But if he work at their home, is not called the worker. So 20 million, out of which 80% of the women, they are out of the bound of the labor laws. So that is that kind of the informalization mm-hmm. is going on. There was 6 months ago, there was a, from the Supreme Court, there was a verdict from the Supreme Court. They say the informalization of the work is illegal. There is a third party contact system. If there is a factory, they own one company and says that employ the workers. And the employer, immediate employer is the contractor. And they have nothing to do with the factory, but they produce the things for the workers, for the that owner. Now the Supreme Court has said that is not a legal one, is a illegal, but there is no implementation on it. Because they are so powerful, the Prime Minister of Pakistan is the industrialist, the opposition leaders are the industrialist, the President is the industrialist, the number of the factory owners, they are in the legislation. So they have all the clutches they have. They are very powerful. So that's why we are saying that the international solidarity and that kind of mechanism will work. Mm-hmm. Jetzt gibt es dort eine Frage mit Mikro. Bei der Konferenz hier geht es ja um das Thema Solidarität. Und während der Diskussion habe ich überlegt, wer hier in Europa aktiv werden könnte, um diesen Aufruf nach Solidarität in Europa zu folgen, den Herr Mansour geäußert hat. Und ich habe beobachtet, wenn es um die Verkäuferin im Einzelhandel geht, ist Verdi ganz schnell dabei, hier in Deutschland. Stopp kurz, Verdi ist eine Gewerkschaft, die den ehemaligen öffentlichen Dienst häufig auch privatisiert. Ja, aber auch den Einzelhandel. Und Dienstleistungen, ja, genau organisiert, eine mhm. bestimmte Branchengewerkschaft. Mhm. Did you get it? Die sind zwar nicht für warten, die... Warten Sie mal kurz, dass er die Frage auch versteht. Können wir es einfach nochmal wiederholen? Genau, fangen Sie einfach von vorne nochmal an, dann haben die Übersetzer okay. auch. Okay, nochmal ganz von vorne. Genau. Okay, also bei dieser Veranstaltung geht es ja um das Thema Solidarität und Herr Mansour hat auch am Ende seines Vortrags diese Solidarität aus Europa gefordert, hat auch von den Regierungen gesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass die deutsche Regierung sich da nicht großartig drum kümmern wird, weil da ist entscheidend das Wachstum hier in Deutschland für die und das heißt, wir sollen konsumieren. Und wenn wir weiter kräftig konsumieren, auch Kick-Produkte zum Beispiel, sieht man hier kein Problem. Hier, wenn es um Kick ging oder auch andere, wie soll ich sagen, andere Textilketten, die Produkte, die in Pakistan oder Bangladesch hergestellt worden sind, verkaufen, waren die Medien vor allen Dingen auf den Einzelhandel auch fixiert und auch die Gewerkschaften, weil wenn, denke ich mir, kann man am ehesten eine Solidarität von den Gewerkschaften einfordern. Da Verdi zwar nicht für die Textilproduktion zuständig ist, aber sich immer sehr engagiert, wenn es um Missstände im Einzelhandel geht, auch gerade in diesen Kettenbetrieben, sollte man auch die Forderung an Verdi zum Beispiel stellen, dass eben die Produktionsbedingungen mit thematisiert werden sollen und dass das zu der internationalen Solidarität mit hinzugehört. Meine Frage ist jetzt an Herrn Mansour und auch an Miriam Maas. Meine Augen sind nicht mehr so gut. Inwieweit da jetzt auch
in Europa Gewerkschaften solidarisch mit den Gewerkschaften in Pakistan oder Bangladesch bisher gewesen sind und was zu erwarten ist. Ja. Gibt es weitere Fragen? Let's take two, because or even three maybe, just to get in this debate. Ich bin jetzt seit Mittwochabend hier. Das ging los mit dem Film von Raoul Peck. Und dann habe ich hier zugehört die ganze Zeit und habe sehr viel kluge Analysen gehört der Zustände und der Verbesserungsfähigkeit dieser Zustände. Was mir fehlt ist, und dahin, da sollte, glaube ich, jetzt der letzte Teil der Veranstaltung beitragen, was kann man tun? So, und jetzt kam der erste Hinweis, die Frage nach den deutschen Gewerkschaften, was tun die oder was tun wir als Gewerkschaftsmitglieder, unsere Gewerkschaft zu animieren, etwas zu tun, aber es müsste darüber hinausgehen. Und ich sage das jetzt mal ganz plakativ, keiner kauft bei Kick. Warum schaffen wir das nicht, das in die deutsche Öffentlichkeit zu tragen, um an Kick ein Beispiel zu setzen, dass wir uns solche Bedingungen nicht gefallen lassen, dass nicht in unserem Namen, in unserem Konsumentennamen in Pakistan und in Bangladesch Tausende von Frauen sterben. Ich würde jetzt gern drei Fragen zusammennehmen, dann erstmal antworten lassen. Dann hatte ich mich noch auf die Liste gesetzt und gibt es jetzt hier zwei. Gibt es noch weitere? Gut, also wir haben noch wirklich Zeit und wir können das gut vertiefen, die unterschiedlichen Sachen. Ich habe keine Frage. Darf ich auch einen Kommentar sagen? Erstmal zu Kick. Also Kick ist nicht das Problem. Sie können Boss nehmen oder welche Firma auch immer. Also es ist nicht nur die Billigkleidung, sondern es ist auch die teure Kleidung, die unter solchen Bedingungen produziert wird. Das Problem ist auch nicht neu. Ich selber war Mitte der 90er Jahre mehrfach in Indien, hatte da Kontakt zu einer NGO, die sich gegen Kinderarbeit in der Textilindustrie in Tirupur einsetzt. Das ist die Textil-T-Shirt-Hochburg, also Stricktextilien oder eine derjenigen in Südindien. Ich war damals mit dem Direktor dieser Organisation, nachdem er es geschafft hatte, mit verschiedenen Produzenten in Tirupur ein Forum einzurichten, um sozusagen so eine Art Kontrollgremium einzurichten und darum warb, dass sich möglichst viele Produzenten und auch möglichst viele Einkäufer in Europa daran beteiligen. Der war hier von der Clean Clothes Campaign in Holland eingeladen. Ich persönlich war mit dem bei C&A, bei dem damaligen Juristen und habe mit denen geredet. C&A hatte damals schon einen Code of Conduct und er hat gesagt, wir haben unser eigenes Kontrollsystem und wir werden uns daran nicht beteiligen. Eine deutsche NGO hatte einen anderen Partner in Tirupur. C&A hat dieser deutschen Organisation Geld angeboten für diesen anderen Partner in Tirupur, der dann eine Schule oder ein Haus für Kinderarbeiter, ich weiß das nicht mehr so genau, aber jedenfalls um Kinderarbeiter, die aus der Textilindustrie rausgekommen sind, eine Bildung zu ermöglichen, zu finanzieren. Und diese deutsche NGO hat dieses Geld genommen und hat damit den politischen Druck, der versucht worden ist, aufzubauen, in Tirupur zerstört. Und die sehen das bis heute nicht, dass das ein Problem ist. Also das wollte ich einfach nur mal zur Solidarität aufgreifen, dass hier auch politisch nicht wirklich gut analysiert wird, was läuft da eigentlich und womit lassen wir uns instrumentalisieren. Jetzt gab es zwei direkte Nachfragen, aber ich würde vorschlagen, ihr steigt einfach jeweils auch immer ein, wie ihr jetzt das für richtig haltet. Ne? Keine Wortmeldung mehr. Ich würde jetzt nach drei Wortmeldungen erstmal eine Antwort. Du musst ins Mikro sprechen, sonst können die nicht übersetzen. Nur direkt in Ergänzung, weil ich finde die Boykottfrage einfach interessant. Ist Boykott noch Solidarität oder wo bewegen wir uns dann hin? Weil Boykott letztendlich ja auch heißt, nicht Standards zu verändern, sondern sozusagen einen Kaufakt zu unterlassen, wo dann natürlich die Frage ist, ist die Alternative da oder gerade nicht? Und
ich persönlich würde mich dann auch eher sozusagen der Haltung hingerissen fühlen, zu sagen, nein, ich würde so ein Unternehmen wie H&M boykottieren. Aber gleichzeitig ist auch die Frage, was für eine unmittelbare Konsequenz das tatsächlich hat. Wer möchte beginnen? Okay. Let's take the last one. I agree with you about is a big consequences about it. I have the one example in Pakistan, in a sports industry, where Nike was there in a Sialkot, the sports. There was a child labor, and then after that there are complaints, and the Nike has stopped to work there. So 4,000 workers were redundant. They were out of the job. So we have to make the strategy in a way that the workers, because the workers think in that way that, okay, we are getting the something. If they go away, then it will be a problem. They can't get anything. So if the worker is getting $60, if after the go away, there's a boycott or they slash their production, so then it means they can't get $60 even. So we have to make a strategy in different way that. So is a question is with the our friends over here to discuss all these things. And according to their own objective realities, they make some point of view or action plan. Just like in April, there's a first anniversary of Rana Plaza. First anniversary. So we can start from the first in April till the September is the second anniversary of Ali Enterprise in Pakistan, the factory fire. There is a 6 or 5 or 6 months. We may plan some activities and some campaign about it and educate and inform the society about what's going on, the factories where the products there you are in Europe peoples are using that one. That is my one question. Another one, there is a question from the solidarity from international trade unions. Frankly speaking, for Pakistan, that was not as expected, not a single international. Even we are affiliated with the Federation, International Industrial Global Union. There is no response from them, just only one statement. And ITCU, there is only one statement, nothing else. But in Bangladesh, all peoples are involved. The trade union, especially the industrial, NGOs, and I don't know why more in Bangladesh. We have agreed that even if they are involved in Bangladesh is a good one. But we say that the same companies are doing business in Sri Lanka, in Pakistan, and in India. So if you make a certain and specific agreement for a specific country, then we go away from that country to other country. Just like I say that they are not shifting their business from Bangladesh to Pakistan. Now you have to make another agreement with them. So we think the issue is a regionally and a globally. Then we resolve it. Otherwise, they jump from here to here. Now they are going to Cambodia, Vietnam. So that is the problem. So now the solidarity from the international trade union movement is especially for the Pakistan, is not that as expected at that time. Ja, also ich glaube, dass diese Forderung an die Gewerkschaften, an die deutschen Gewerkschaften sehr wichtig ist. Also Verdi wacht so langsam auf. Verdi hat ein Projekt, in dem sie sich eigentlich eine Kampagne starten wollen, irgendwann im Laufe des Jahres, wenn es mal dann klappt. Medico ist da auch unter anderem mit dabei und andere, also in Kooperation mit anderen NGOs, wo es eben darum geht, zu problematisieren, dass wir ja prekäre Arbeitsbedingungen hier im Einzelhandel haben, auch in Deutschland,
und dass eine zunehmende Prekarisierung ist und sozusagen man die gesamte Lieferkette aber sich anschauen kann und man das überall kritisieren kann und sozusagen das mal in, nicht nur auf Deutschland fokussiert, sondern auf die Arbeitsbedingungen hier, sondern eben auf die globale Kette zu fokussieren. Ne? Und ich denke, das muss viel mehr gefordert werden von den Gewerkschaften. Also unsere Erfahrung ist, dass Gewerkschaften, deutsche Gewerkschaften immer sehr peinlich berührt sind, wenn man gerade die deutschen Unternehmen kritisiert. Und insbesondere die Unternehmen, mit denen man hier in Deutschland eine gute Sozialpartnerschaft hat. Also beispielsweise Mercedes-Benz. Also wir sind irgendwie an so einem Argentinien-Mercedes-Benz, war ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren dran. Und beim DGB haben sie uns das bis heute noch nicht verziehen. Da darf man nicht drüber reden über den Fall, weil das so unangenehm ist, ja. Und wo ich dann was sagen würde, das müssen wir fordern und genauso will ich denken, was Solidarität hier ist, dass wir einfach auch von der Politik andere Regeln fordern. Also und das ist jetzt irgendwie so leider, wahrscheinlich scheitern wir da auch regelmäßig, sondern das ist halt irgendwie so keine so richtig tolle Forderung, bitte ändert mal dieses und jeden Paragraphen, damit wir eine bessere Haftung haben. Also wie wir sehen, ist das echt total kompliziert. Aber das ist, was wir verlangen müssen, ja. Also ich glaube nämlich auch, dass ja, unsere Kaufentscheidungen haben einen Einfluss, aber wie gesagt, wenn Hugo Boss und ich weiß nicht, die teuren Marken genau die gleichen Produktionsbedingungen haben, dann ist das, also dann ist niemandem geholfen, dass wir jetzt Kick boykottieren. Kick ist halt so ein schöner Prügelknabe, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Also die bieten, da kann man einfach eine gute Kampagne zu machen. Aber eigentlich müssen wir was verändern. Und hier muss natürlich, also genau, hier braucht es einfach mehr Mobilisierung, dass wir auch von unseren Politikern verlangen, wir wollen andere Regeln haben und wir wollen nicht hören, das alte China-Argument, ja, aber die Chinesen kommen sonst und übernehmen den Markt und wir müssen wettbewerbsfähig sein und die Chinesen halten sich an nichts. Ja, das hörst du immer, ne? Aber dass wir sagen, das machen wir nicht mehr mit, das wollen wir nicht. Ja, hatte ich mich wieder auf die Liste gesetzt, dann kommen die Nächsten. Es geht ja um die Frage, was kann Recht und auch eine rechtliche Zugangsweise bewirken in dieser ja dramatischen Situation. Und als ich euch zugehört habe und aber auch prinzipiell die letzte Zeit, habe ich das Gefühl, es ist quasi ein doppelter Kampf oder eine doppelte Aufgabe, die sehr groß ist. Das erste ist, dass es in vielen Situationen kein Recht gibt. Man überhaupt erst, das hat Marco jetzt dargestellt, etwas etablieren muss, wie eine Schuldigsprechung von hiesigen transnationalen Konzernen, den berühmten Brands. Ne? Also das sind ja diese Brand, das heißt ja, das sind die Markennamen zu gut Deutsch, ne? Die ja, wie die Global Chain Begriff sagt, immer weiter auslagern und an No-Names verlagern, die dann für diese Brands, für diese Markennamen produzieren. Also überhaupt so ein Recht hinzubekommen. Auf der anderen Seite hat mich jetzt gerade nochmal sehr beeindruckt, und das ist typisch auch für andere Regionen, dass sich berufen wird auf ein Recht, auf Arbeitsrecht, aber auch umgekehrt, dass Arbeitsrecht mit Terrorismus bekämpft wird. Das heißt, dass wenn wir hier, sage ich jetzt mal ans Publikum, weil ich gehe davon aus, wir sind mehrheitlich jetzt hier aus der Region, im weitesten Sinne Europa, wenn wir die tagtäglichen Nachrichten hören, heißt das im Prinzip, dass wir dem nicht mehr so glauben können. Ne? Pakistan führt Arbeitsrecht ein beispielsweise oder Pakistan verändert den und jenen Paragraphen Arbeitsrecht. Das heißt erstmal nicht viel offensichtlich. Es heißt aber auch nicht mehr so viel, wenn Pakistan verurteilt drei Terroristen wegen aufrührerischer Tätigkeiten. Das heißt, es gibt eine rechtliche Ebene, aber es gibt wirklich auch die Frage der scheinbaren Erfüllung, also richtig so Fake-Wolken, Nebelwolken, die da produziert werden, wo wir irgendwie durchdringen müssen, über welche realen Verhältnisse wir uns hier eigentlich verständigen. Also das war ja vorher schon Thema mit Begriffen und so weiter, aber es ist wirklich eine unmittelbare Frage von Informationen auch. Und an euch zurück die Frage, was das für eine Rechtsdebatte im Sinne einer internationalen Solidarität heißen kann, wenn es eben diese zwei Schwierigkeiten gibt. Ja. Das war meine Frage. Wir sammeln wieder. Jetzt sind Sie dran. Ich bin dran. Genau. Also erstmal danke für die Hinweise auf die teuren Markenklamotten, denn darauf hatte ich auch aufmerksam machen wollen, dass Kick natürlich ein sehr bequemes Beispiel ist. Und meine Frage ist für Nasir,
Wenn man sich Kick jetzt anguckt und dass da eine Jeans 9 oder 9,99 Euro oder wie viel auch immer kostet, die Leute, die das in europäischen Ländern konsumieren, die rennen ja nicht alle zu Kick, weil sie die Marke so toll finden, sondern weil sie sich eine Diesel-Jeans für 180 Euro nicht leisten können. Und meine Frage wäre, wenn man eben auch an marginalisierte Schichten in Europa denkt und ich glaube, die Angestellten im Einzelhandel und einschließlich bei Kick und Schlecker und wie sie alle heißen, wurden ja schon genannt. Aber was hieße es denn für die Preise? Wie viel kostet es denn? Nehmen wir jetzt mal eine Jeans, kostet bisher 10 Euro. Wie ist denn da der reelle Unterschied, wenn man jetzt Sozialversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung, fairere Löhne für Textilarbeiterinnen und Arbeiter in Pakistan und Bangladesch beispielsweise, wenn man das runterrechnet auf T-Shirt, Jeans, also ich nehme nämlich nicht an, dass man irgendwie von so einer wahnsinnigen Kostenexplosion ausgehen muss. Das Problem ist doch eher die Wahnsinnsgewinnspanne, auf die Unternehmen nicht gewillt sind zu verzichten. Und dann wäre meine zweite Frage für Marco, Miriam hatte das im Prinzip gerade schon angesprochen, der Fall, den du zitiert hattest, das war im Prinzip so dieses klassische Recht ist nicht immer Gerechtigkeit. Du hattest mehrmals gesagt, da rollen sich einem ja im Prinzip so die Zehennägel hoch, weil das Rechtsempfinden, was man persönlich hat, spiegelt sich ja nicht immer in der Gesetzeslage wider. Mir ist jetzt noch nicht ganz klar, wie man denn dann so ein offensichtliches Gerechtigkeitsdefizit in Gesetz überführen kann. Also das geht dann wirklich nur über Anwaltschaftsarbeit gegenüber unseren nationalen Regierungen und der EU, oder wie soll das funktionieren? Jetzt, ich weiß nicht, es gab aus Ihrer Ecke noch jemand anders, der sich gemeldet hat. Wäre es für Sie okay, dass, weil Sie jetzt schon mal gesprochen haben, dass sich jemand dann anderes vorzieht und Sie in der nächsten Runde kommen? Weil da war es hier drüben noch eine Meldung. Jemand hatte den Arm gehoben. Okay. Mhm. Da war noch jemand, ne? Ja, das knüpft jetzt auch gerade noch mal an die letzte Wortmeldung vielleicht an. Marco hatte das irgendwie so schön dargestellt, dass das ganze System, die ganze juristische Herangehensweise ziemlich kompliziert ist. Und für mich, also ich bin juristischer Laie, für mich sah das auch ein bisschen so aus, als müsste man im Recht da noch mit Gesetzen arbeiten, die einfach aus einer Zeit stammen, wo eine ganz andere Realität herrschte. Auf einem Slide war auch ein Präzedenzfall aus der Zeit nach dem Dritten Reich irgendwie aufgeschrieben. Du bist nicht drauf eingegangen, aber es stand irgendwas mit deutschen Firmen nach dem Zweiten Weltkrieg. Also irgendwie hat das für mich so ein bisschen so den Anschein, man arbeitet da mit Steinzeitwerkzeugen in einer globalisierten Welt. Und Miriam hatte das ja auch gerade schon angesprochen, wir brauchen irgendwie auch eine Änderung, die von der Legislative ausgeht. Und da wäre meine Frage, auf welcher Ebene zum einen? Also sind das die nationalen Gesetze, die da gefordert sind? Oder ist es überhaupt möglich, da internationale Gesetze zu schaffen? Oder sind das nur Regelungen? Und wie, um nochmal auf die Frage zu kommen, was machen wir jetzt als Teilnehmer dieser, was nehmen wir mit als Teilnehmer der Konferenz? Wie können wir Druck aufbauen? Oder an welchen Stellen müssen wir Druck aufbauen, dass solche Gesetze geschaffen werden? Vielen Dank. Ich weiß, es gibt noch Meldungen, aber ich würde jetzt erst wieder eine Runde hier oben machen. Wer möchte anfangen? Do you want to start, maybe? Okay. Well, it's very difficult to speak about present situation of the law and what needs to be done. I remember, and I was absolutely shocked by the speech that Hillary Clinton did the first time she went to China. It was, I don't know, 2008 or 2009, I don't remember. It was the first speech as a foreign minister of the United States. And she went there, and
of course, the matter were the rights, human rights. And we know that China is not very competitive with human rights. And she did this sort of speech. It is obvious that in today's world, human rights are very important, but they come second after economy. Mm-hmm. And of course, we should open another conference on the laws today. But today there is a wide debate among lawyers whether law or economy comes first. And this is the framework, today's framework. I'm sure, and this is the lessons we got from natural law, which is the basic stone of our laws, at least as we learned in university. I think that today we are facing a time where we are not really sure that the stone of law is natural stone. So if you ask me what to do, the problem is not only with judges, it's not only with laws. We have many laws. I'm thinking of, for example, Italian law. We have the principle of do not harm the others. Okay, so it's quite easy. You can apply it to these cases. But even German law, in your civic code, you have a general rule of liability that you can apply it against kick. I mean, we have the rules. We have the rights. We have everything. So what is missing? I think that what is missing is, first of all, the legislator. The legislators around the world, and especially in Europe, are becoming not very progressive. You can have the left party, you can have the right party, you can have the center party, but they all look the same. I don't know really here in Germany, but I get this impression that at least this is in Italy. And so then you come to the real point. Now, of course, if you have this sort of politicians that send messages to their judges, send messages to the society through their own televisions, their own everything. And so how can you expect to have enforceable, this is the real point, enforceable laws, system of justice that really works for ordinary persons if you haven't got politicians paying for this system working? If you go to the courts, you will realize that the courts are not working as they were working 10 years ago, 20 years ago, etc. They haven't got the money. They are facing problems in running the system, in delivering decisions, because the politicians are cutting down the civil justice, criminal justice. And this also takes place at the international level. So when we are speaking about solidarity, I fully agree with Miriam. She said politicians, we should go to the politicians, because or we have politicians organizing internationally solidarity, or otherwise we end up by Miriam going to Karachi and providing her solidarity, the organization of the solidarity of her organization. There are some lawyers going there trying to do something and to create some new laws, but this is not solidarity which is efficient. We need to have Hillary Clinton going to China saying, hey, look out, economy is second. First, there are the rights. And we need to have our politicians say this to the industries, to the other countries, etc. Because if we haven't got that, it will be all lying in our individual hands. We can do something. Miriam was great, and I would like to close my speech with this example. She was great with her organization because they were there in these proceedings taking place before the Pakistani court.
about assessing liabilities in this case, and she delivered a brief. They deliver arguments. They put down arguments about human rights law, and this is something helpful. This is solidarity, because the Pakistani judge knows that there is the international attention to this case. So this is something very helpful that individuals can do, but unfortunately it's not enough. Thanks. Ich hatte was genau zu dieser Frage der verschiedenen Ebenen des Rechts. Also, zum einen, wie ich das ja vorhin im Plenum auch schon meinte, also Recht ist eben auch natürlich ein Herrschaftsmittel und darum kann Recht natürlich zur Kriminalisierung von Gewerkschaftern und sozialen Bewegungen eingesetzt werden und wird es ja auch permanent. Und Recht ist auch ein Herrschaftsmittel und darum wird es auch zur Absicherung ökonomischer Interessen benutzt, zum Beispiel endloser Zuliefererketten. Gleichzeitig haben wir auf der internationalen Ebene natürlich, also da würde ich sagen, sind Arbeitsrechte gehören zum bestreguliertesten Rechtsgebiet überhaupt, also mit diesen ganzen ILO-Konventionen, also sozusagen wir haben eigentlich auf dem normativen im Sinne von, was sind geltende Standards, auch würde ich sagen, ist gerade in Bezug auf Arbeitsrecht, sieht das sehr gut aus. Da ist natürlich die Frage, kommt man vom internationalen Recht, wie wird das umgesetzt? Ja? Weil irgendwie das muss ja sozusagen effektiv werden auf der nationalen Ebene und der lokalen Ebene. So. Und gleichzeitig, wie auch Marco ja gerade meinte, natürlich gibt es in jedem Rechtssystem Ansprüche, dass, genau, do no harm, also wenn ich dich verletze, dann habe ich eine Verantwortung dir gegenüber. Ja? Und potenziell kann ich dafür auch Verantwortung nehmen. Und daran arbeiten ja auch Marco und die anderen Anwälte, ne? Dass wir sagen, also sozusagen, wir wollen jetzt, und da sieht man halt das Recht und das Aushandeln über, was steht denn in diesem Gesetz jetzt drin und was bedeutet das für diesen konkreten Fall, eben gerade auch eine politische Auseinandersetzung ist. Und da geht es halt um eine hegemoniale Lesweise. Also ist jetzt dieser Paragraph auf Entschädigung eigentlich nur gemeint für den Autounfall, meinetwegen der irgendwie zwischen Italien und Deutschland stattfindet, oder geht das nicht eigentlich auch für den pakistanischen Arbeiter, die pakistanische Arbeiterin, die sich da sagen kann, Moment mal, also wenn ich geschädigt werde, weil meine Fabrik abbrennt, dann ist da nicht nur der Fabrikbesitzer hier in Pakistan, sondern da gibt es ja auch noch einen Einkäufer und es gibt ein Zertifizierungsunternehmen und die hängen doch irgendwie alle mit da drin, ja. So, und das ist so, insofern ist das, und bei aller, das ist halt alles schrecklich kompliziert, sozusagen, wie lege ich, also rechtstechnisch ist es kompliziert, aber eigentlich ist es eine Auseinandersetzung darüber, wie soll das Recht, das es gibt, ausgelegt werden und dort, wo das Recht vielleicht zu kurz ist, weil es uralt ist, und natürlich nicht geschaffen ist, sondern für den Autounfall eigentlich klassischerweise geschaffen ist und nicht für globale Zulieferketten. Vielleicht brauchen wir da eine Gesetzesänderung. Ja? Genau, und das sind halt sozusagen Aushandlungsprozesse. Und in denen übrigens auch zur Solidarität, genau, dann sozusagen, wenn es mal zu so einem Prozess kommen würde, dann glaube ich, hat da Solidarität und Öffentlichkeitsarbeit und Diskussion um so ein Verfahren eine ganz große Bedeutung, ja, weil auch Richter leben ja nicht die sind, und überhaupt, also weil eben so ein Gerichtsverfahren wird zwar von Experten irgendwie ausgehandelt, aber letzten Endes geht es da um soziale Konflikte, ja, und insofern ist natürlich sozusagen all das, was mobilisiert werden können sollte, um so ein Verfahren ganz wichtig. Sieht man beispielsweise, ich meine, genau, wir sitzen hier in Frankfurt, die Frankfurter Prozesse, also diese Auschwitz-Prozesse waren total wichtig in der weiteren Auseinandersetzung der deutschen Gesellschaft mit der NS-Vergangenheit. Ne? Und es war aber dann zum Teil aufgehängt, auch an einem Verfahren. Es ist jetzt 6:55. Ich würde gerne mit Ihrer und eurem Einverständnis 10 Minuten überziehen. Ist das okay? Dann gibt es jetzt hier vorne eine 2-Wortmeldung und da die Dame in grün Pullover. Ist okay? Vielleicht nehmen wir gerade mal 4 zusammen, einfach damit wir noch alle rankommen. Ich würde auch gerne mal was sagen und dass es jetzt nicht zu lange überzogen wird. Ich weiß nicht, einigen Sie sich einfach in der Reihenfolge, Sie beide. I wanted to ask a
a question about the trade and investment agreements that are taking place, and in particular the agreements allowing investors to sue governments in independent tribunals, and to what extent you see this as a threat, preventing governments and countries from implementing new legislation around occupational health or environmental safety, health standards, etc. Because from what I understand, this is about companies being able to sue governments for a loss of future expected profits. Well, my name is... Moment, sind die Übersetzer fertig? Ja, okay. My name is Armando de Negri from Brazil, from the World Social Forum on Health and Social Security. And in fact, I'd like to do a comment around the whole debate of this panel, because I think we are identifying the elements that could be very useful to think about what to do, you know, because this connection of the use of the legal resources, you know, together with a much more articulated, planified political action, could be the way we can materialize the idea of solidarity. I mean, when you talk about solidarity, as it was mentioned in previous panels, we are talking about a kind of association among equals, no? In the sense that we are doing this partenariat, we are trying to work together. And what we observe is that the new liberal globalization established a very, very highly fragmented concept where we are divided. I mean, we are not able to establish a very productive dialogue, even identifying our partners, no, at the other side. What means that if we adopt a much more political perspective and we plan how to act politically, we could use all the power of the legal instruments together with a very much organized political action. What means that, for instance, it was mentioned here, how can we connect trade unions? No? Trade unions are very much fragmented, no? Trying to survive around the employment protection in each country, but are not following the old order about the workers of the world united, because this is the point. I mean, can we combine this dialogue of trade unions with some legal actions that could provide protection for employment and social security in all countries that in this case would be, for instance, connected by the reality where we have a big industry, big transnational chain that permit to ask for same rights for workers that are all along this chain. So I'd like to explore a little bit this idea, because I think it's time to make material this solidarity and to see how the different actors can act together. And the final point is about informality. Informality, unhappily, is a very strong characteristic of the labor market in our countries, not in the South in general. But we can observe that certain national governments adopting the idea to protect labor, no, could change this. No? In Brazil, for instance, we are reaching now the highest level of formal employment in our history, you know, with 65% of our economical active population formalized. And this was a political decision of the government, no, to protect the laborers and to improve the power of buying of national salaries. So this kind of action we could claim in the same perspective to have a common political agenda and a plan to act around this agenda. Thank you. Geben Sie das Mikro einfach gleich dahinter. Die Dame hat sich da mit dem Pullover gerade gemeldet. Und dann würde ich noch Sie in dem grünen Pullover dazu nehmen. Doch, und dann kommt die nächste Runde und dann würde ich noch eine machen als letzte. Ja, wäre das okay? Oder... Machen Sie vielleicht erstmal. Ja, eine wichtige Frage: Wie ernst nehmen wir uns eigentlich selbst?
Papier ist geduldig, sagt man bei uns. Es ist schon sehr schwierig, ein Gesetz so formuliert zu bekommen, dass die Buchstaben, dass man sich auch schon mal auf bestimmte Buchstaben und Worte einigt. Noch schwieriger ist es dann, der nächste Schritt, man wird es halten, den Worten entsprechend. Aber wichtig wäre doch, dass wir den Inhalt des Gesetzes, also das, die Zielsetzung, die wir damit verbinden, lebendig werden lassen. Und da ist ein wichtiger Punkt der Kunde, der halt sehr leicht verführt werden kann, wenn er halt ein billiges Angebot sieht, der sich meistens nicht viel Gedanken darum macht, wie kommt es dazu, wie wurde das hergestellt, habe ich damit was zu tun, der auch dann beiseite legt, wenn irgendwas mal passiert ist, ist halt so, es geht ja weiter, oder vielleicht auch die Hoffnung, bei meinen Sachen wird es anders sein. Und der Kunde wäre aber jetzt derjenige, der auch die Einfluss auf die Politik ausüben könnte. Die Politik wird kein Gesetz machen, für das sie keine Mehrheit bekommt in der Bevölkerung quasi. Politik wird gemacht, so erlebe ich es jetzt zunehmend, damit man wiedergewählt wird, ja, damit man seine Macht erhalten kann. Und das kann man, wenn man Gesetze eventuell macht, die dem Volk gefallen. Aber gerade das, was wir hier verlangen, gefällt ja dem Volk jetzt mal als Masse, als anonyme Masse gesagt, gar nicht. Das ist dem Volk relativ egal. Also wir müssen dann erstmal noch ganz viele Schritte tun, um da eine Verbindung herzustellen und eine Verbindlichkeit einzufordern. Jetzt wird es doch mit der Zeit ein bisschen knapp. Sie hatten sich gemeldet in Grün? Nein? Hat sich das erledigt? Dann waren Sie das davor. Ich bin auch ein bisschen müde, es tut mir leid. Und jetzt ist die Frage, können wir das kurz klären, ob wir nochmal eine Rückrunde machen und dann nochmal die Fragen oder ob wir einfach alles en bloc machen und dann Schluss machen. Ja, das ist zwar jetzt ein bisschen viel dann für euch. Okay, also wir sammeln jetzt alle Fragen nochmal. Ich habe auch nochmal eine und dann... Ich fasse mich auch ganz kurz. Guten Abend erstmal. Ich wollte eigentlich Herrn Brunner vor allem diese Frage stellen. Und zwar geht es jetzt auch um Kinderarbeit in Bolivien. Es wurde letztes Jahr ein Gesetz rausgegeben, das Kinderarbeit in der Silbermine in Potosí verbietet. Und die Kinder sind daraufhin auf die Straße gegangen und haben dagegen protestiert, für das Recht zu arbeiten, nicht weil sie es toll fanden, sondern weil das Geld nicht mehr gereicht hat, um die Familie zu ernähren, also dieses Einkommen von den Kindern selbst hat gefehlt, vorne und hinten, um zu überleben. Und deshalb meine Frage an Sie, Herr Brunner, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, wollten Sie das Europarecht weltweit übertragen. Meine Frage ist, ob diese westlich orientierte Rechtslage immer die richtige ist. Dass das System falsch ist, ist klar, auch in Potosí, aber man kann jetzt nicht von den Kindern fordern, dass sie für eine größere Sache oder für ein größeres Ziel sozusagen ihr Leben opfern. Deshalb meine Frage, ob das immer der richtige Weg ist. Wie gesagt, wir sammeln jetzt nochmal. Es kommen einfach die Meldungen, die hier nochmal waren. Von mir ist es nicht so sehr eine Frage, sondern mehr nochmal, ich habe mich vorhin schon gemeldet, so ein bisschen der Rückgriff auf die Frage des Privatboykotts und der Frage, was tun. Und ich würde Ihnen total zustimmen, zu sagen, ja, irgendwie müssen wir da weiter Öffentlichkeit schaffen in den Firmen, in denen es so problematisch ist. Und es ist total wichtig, auch auf einer rechtlichen Ebene und mit einer gewerkschaftlichen Perspektive daran zu gehen. Aber ich finde es so scheinheilig und widerwärtig irgendwie, wenn wir dann hier sitzen und sagen, naja, aber dann können wir ja auch nicht viel tun und Hugo Boss ist ja auch scheiße. Also ja, richtig, Hugo Boss macht in der Firma daneben seine Sachen, hat halt nur eine Gewinnspanne, die das 100-fache ist oder so, gut gemacht. Also ich meine, aus kapitalistischer Perspektive läuft ziemlich gut für Hugo Boss, für Kick nicht so super. Aber es gibt ja Alternativen, also auch in Pakistan und auch in Indien und in jedem anderen Land der Welt gibt es linke, kritische Menschen, gibt es coole Kollektive, gibt es Produktionsstätten, die irgendwie auf ihre ArbeitnehmerInnen achten, die sich dafür einsetzen. Und ich finde, es liegt an uns, diese zu suchen und mit diesen gemeinsam zu arbeiten und da die Kleidung zum Beispiel zu kaufen, zu bestellen, zu wie auch immer. Und es ist einfach der allerleichteste Weg zu sagen, naja, Hugo Boss ist halt irgendwie auch doof und es ist total bequem, in den H&M auf der Zeit zu gehen. Und es ist viel, viel schwieriger,
irgendwie sich umzugucken und hin und her zu überlegen und zu gucken, wo gibt es ein Unternehmen, das finde ich unterstützenswert. Und ich finde, der faire Handel, das hatten wir heute Morgen schon im Plenum irgendwie ausführlich, ist bestimmt nicht irgendwie die letzte Lösung und auch nur mit der Vermarktungswirtschaft funktionierend, aber es ist eine Option, zumindest kurzfristig was anders zu machen und sich gezielt Unternehmen zu suchen, die es anders machen und irgendwie die sich dafür einsetzen, dass es gut läuft. Ich finde es einfach überhaupt gar keine Option. Genau, zu sagen, Hugo Boss ist auch doof, das reicht mir nicht, das wollte ich gerne als Anmerkung einbringen. Jetzt gibt es hinter Ihnen noch zwei Wortmeldungen und dann... Gut, ja, ich möchte das ausdrücklich unterstützen und mein Hinweis, dass es auch Hugo Boss ist, war nicht so gemeint, dass man das... Ja, klar. Aber es war auch die Frage, was würde es uns eigentlich kosten, wenn die Menschen in den Textilindustrien ordentlich bezahlt werden, und zwar ordentlich bezahlt werden, ordentliche Arbeitszeiten haben, die auch eingehalten werden, also Überstunden überbezahlt werden und so weiter und so weiter. Das ist durchgerechnet worden. Das sind pro Kleidungsstück 20 Cent. Und wir haben in Deutschland ja noch hin und wieder guten investigativen Journalismus. Es gibt, glaube ich, von Panorama einen sehr guten Dokumentarbericht, entweder über Bangladesch oder Pakistan, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Langsamer Übersetzung. Da ist unter anderem eine Firma porträtiert worden, die all das ihren Mitarbeitern bietet, die deswegen 20 Cent teurer ist und die nur für den lokalen Markt produziert, weil für die Europäer ist das zu teuer. Das hat der gesagt und ich saß davor und habe gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Also gucken Sie mal auf Kampagne für saubere Kleidung, da sind die Links noch. Femnet ist in Deutschland auch da ziemlich aktiv, was gerade dieser Textilbereich angeht. Und ich denke, wir können hier in Deutschland gerade mit Mobilisierung noch viel, viel mehr machen. Und deswegen, also ich unterstütze ausdrücklich auch meine Vorrednerin, man kann faire und saubere, in Anführungszeichen, Kleidung kaufen. Es kostet ein bisschen Mühe. Dankeschön. Jetzt war gleich hinter Ihnen noch mal eine Meldung. Ja, ich würde auch gerne noch mal in die gleiche Kerbe gehen. Also erstens würde ich sagen, es kostet vielleicht nicht immer viel mehr. Und wenn die Textilien mehr kosten, dann muss man sich halt einfach weniger kaufen. Und dann kostet es letztendlich auch nicht mehr so viel mehr. Es ging ja jetzt hier auch so ein bisschen um Handlungsmöglichkeiten. Wie können wir uns solidarisieren? Und da wollte ich gerne noch mal anbringen, wenn wir von Textilien sprechen, dann sprechen wir eigentlich nicht nur über den privaten Konsum, sondern auch Bund, Länder und Kommunen geben sehr, sehr viel Geld aus, um Arbeitskleidung zu kaufen, Dienstkleidung, sei es für die Polizei, die Feuerwehr oder die Krankenhäuser. Auch da werden ganz, ganz viel Textilien gebraucht, die auch unter schlechten Bedingungen hergestellt werden. Und hier gibt es auch Bemühungen in Deutschland von den einzelnen Bundesländern, aber auch von Städten und Kommunen, da was zu machen, beziehungsweise auch von zivilgesellschaftlichen Akteuren, da auch eine Rechtsgrundlage zu schaffen, also dass sie sich einfach bei ihrem Einkauf auf Sozial- und Umweltstandards beziehen, dass da keine ausbeutsche Kinderarbeit drinsteckt in den Sachen, die sie kaufen. Und die EU, ich will nicht sagen, dass das schon alles toll ist, auf gar keinen Fall, da muss weiter gekämpft werden und so, aber jetzt auch EU-Richtlinien werden gemacht, die auch sagen, man kann auch als Ausschlusskriterium auch Siegel verlangen. Da kommen wir natürlich wieder zu der Frage, welche Siegel sind eigentlich glaubwürdig, wie sind sie transparent, wie wird da zertifiziert etc. Aber ich will damit nur sagen, also ich glaube, es gibt schon Solidaritätsformen, für die man sich einsetzen kann, hier auch bei uns im Bundesland oder auf lokaler Ebene, dass man einfach die Missstände oder dass man sich solidarisch auch mit den Arbeiterinnen in den Fabriken auch gerade für Textilien, für die Dienstkleidung einsetzen kann. Gut. Ich hatte auch noch mal eine Frage. Ich würde die jetzt als ein kurzes Statement von meiner Seite hier noch mal formulieren und damit gleichzeitig quasi die Podiumsantworten auf eure und ihre Fragen eröffnen. Aber meine nicht als Antwort an euch, sondern und sie an, sondern als ein Statement, was mir aber wichtig ist, weil ich natürlich nicht diesen Ansätzen des bewussteren Konsums widersprechen will. Ich würde aber sehr wohl einen Plädoyer nochmal dafür stark machen, dass wir in Deutschland, Frankreich, Griechenland sowieso, auch in Europa,
nicht nur Konsumenten sind, wenn wir uns in der weltweiten Weltwirtschaft bewegen. Wir sind Beschäftigte mit bestimmten Einkommen, mit bestimmten Arbeitsbedingungen und auch die, das ist angesprochen worden, verschlechtern sich. Ich will jetzt gar nicht darauf raus, dass arme Leute auch billige Kleidung kaufen. Ich finde, das ist ein Problem, was man nicht wegdiskutieren kann, auch wenn richtig ist, dass diese Kick-Mode, ich sage jetzt mal wirklich pervers ist, ne? Also man kauft billige Sachen, um nächste Woche wieder noch was Billiges zu kaufen. Es gibt aber sehr wohl auch in Deutschland Menschen, die auf billige Kleidung, billige andere Dinge in diesem Sinne angewiesen sind. Und mein Punkt ist, dass wir am Beispiel der Textilindustrie hier ein Phänomen am Wickel haben, was ja durchaus eine Geschichte hat, nämlich eine Verlagerungsgeschichte. Die ersten Produktionsbereiche, die aus Betrieben und Unternehmen in den Anfang der 80er Jahren ausgelagert wurden, wie das so schön hieß, und mit verschlechterten Arbeitsstandards bedacht wurden in Westdeutschland, waren die Polsterinnen und Polsterer zum Beispiel von den Marken Automobilherstellern von Frauentätigkeiten. Diese Tätigkeiten sind dann erstmal nach Osteuropa, ich verkürze das jetzt, verlagert worden und von dort wieder weiter nach, wirklich jetzt sehr groß gesprochen, Asien, China und so weiter. Das hat Bedeutung für die hier Beschäftigten, weil es ist eine Kette der Angst. Ja? Eine Kette der Angst, die, glaube ich, auch Solidarität schwieriger macht, weil man immer das Gefühl hat, man muss irgendwie noch gucken, dass man irgendwie noch gut bei wegkommt. Dass man nicht da landet, wo jetzt die Osteuropäer oder gar die Chinesen gelandet sind. Also es gibt auch eine Konkurrenz, eine Angst und eine Konkurrenz. Und mein Schlusssatz dazu ist, dass ich glaube, Solidarität muss an etwas ansetzen, was im Panel davor gesagt wurde, nämlich eine Option zu bieten auch gegen diese Angst, auch für die Leute hier. Wir können nicht einfach sagen, uns geht's gut, wir sind die Geldgeber und wir helfen mal ein bisschen. Es geht hier um Beyond Aid, ja? Sondern es geht um eine Gesamtverbesserung des Lebens auch vieler Leute in Europa. Ich sage wirklich nochmal Griechenland, Spanien, Bulgarien, Rumänien, aber auch in Deutschland. Und eine Überwindung der Angst mit einer besseren Lebensperspektive, wo dann Kick vielleicht gar nicht mehr die Rolle spielt. Das war mein Schluss sozusagen, Plädoyer. Jetzt übergebe ich die Zeit nochmal an die drei Referentinnen. Ja, die Dinge zu sagen, die jetzt noch wichtig sind. Und natürlich gibt es dann am Anschluss auch nochmal die Möglichkeit, das zu vertiefen jenseits der offiziellen Runde. Wer möchte anfangen? Well, I try to be very short. Of course, we can do something in terms of creating new conventions, new international rules, etc. There is, of course, a gap in these international rules, because it's not enough to state that there is a right, but you have also to state out how you can protect and enforce that right. And I think that at an international level, we are far away to have an international system of justice for dealing with this case. Unfortunately, most of the conventions are not ratified by all the countries. If you think only about the International Court of Justice, United States are not taking part of it. So, I mean, of course, we have a serious problem with the conventions and how they are drafted, how they are written, and but mainly how they are enforced by states. And so, I mean, we can go on and on forever on that issue, but I agree we can do something. But it's not enough. All the states accept conventions and accept to create an international system of justice, and then we can go really a long way ahead, or otherwise we will be stuck with maybe good conventions, but they are not so effective. So it's about, it was very interesting the question you raised, because well, first of all, I'm not a fan of European law. I mean, I'm not saying that we should take a European law everywhere. It's what I'm saying first, in the view of protecting the victims, is that Western companies should pay for compensation, for example,
with the European standards if they are based in Europe, with the US standards if they are based in US, and not with the Pakistani standards, because of course this is allowing them to save money, and we should not allow them to save money. On the other side, you put down that case, very interesting case, where you say, okay, children do not work in the factories anymore, and you have children outside saying, we want to work. Correct. Now, the issue is that anytime you close a factory, and we had this sort of experience also in Italy with some factories, every time you close down a factory, because, for example, it produces asbestos or it creates cancer or it is unsafe, you will have the workers without no job. And you will have the workers outside the factories. Now, the real issue is not that the law is wrong, because if the law prevents a factory to create damages, I think it's a good law. I mean, we should go for those sort of rights. What shouldn't happen is that those workers are without work and are without anybody assisting them, or you get the children outside the factories. I mean, the children should stay at school, not at the factory. But that is not the fault of the law. It is the fault, of course, of the politicians, who should take care of what's happened next. And of course, we can call it laws, because everything is regulated by a rule. And so, of course, there should be a social security system in that case, taking care of persons. And again, it is we can view it as law as well. But that is the fault of politicians. But we cannot give up on rights, because then you have the children out protesting, or the workers without a job. We should protect the rights, and then protect the workers everywhere, inside the factories and outside the factories, when they lose their jobs. This is what we should do. Yeah. I agree with the comrade from the Brazil that is also a political question. There should be a political actions, because the capitalism, we can't say the ugly face of the capitalism in the North America or in Europe, but the real ugly face we can see in the Pakistan, country like Pakistan and Bangladesh. So we have to revisit our old instruments, just like you say, the workers of the world unite. The same is that, because the global capital is united now, is a more powerful, even in capturing the states and use the state repression. So we have to revisit our tools, and that tool is very important. That's why we are talking in a different terminologies, but the same one is that. Just like in Pakistan, in India, and Bangladesh, we use just like in a shipbreaking industry, we make a framework for Pakistan, because 70% of the shipbreaking is going on in Pakistan, India, and Bangladesh. So we, from the trade union, Pakistan, Bangladesh, India, we make a framework to have a uniform action against the ship owners. Now we have engaged them. That is the way. In that way, we can make a regional arrangement on a textile and on international levels also. That's the only answer to that kind of the capitalism, what's going on. And the things will be worse for not only for the third world countries, but also from where the capitalism is going towards, just like in Europe and in North America. So we are on the same boat. If there is some hole somewhere, we have all sink in it. So we have to think in that way. It's a political question, and we have to solve it with the political actions. Ich finde eigentlich, dass du schon ein ganz tolles Schlusswort gesprochen hattest. Ich will nur ganz kurz was zurück sagen zu diesen Trade Investment und Investment Agreements. Also genau, Freihandelsabkommen und bilaterale Investitionsschutzabkommen sind das. Und die sind natürlich eine komplette Katastrophe und zählen genau dazu, sind genau die Instrumente, die ich meine, wenn ich darüber spreche, dass
wirtschaftlich, ökonomisch Interessen wunderbar juridifiziert sind und dass unser internationales Wirtschaftssystem total durch juridifiziert ist und die Rechte von Unternehmen schützt. Abkommen, die gemacht werden zwischen zwei Staaten, die aber Unternehmen des einen Staates, das in dem anderen Staat investiert, schützen. Insbesondere vermeintlich, eigentlich ist das gedacht nur für Enteignungen, aber genau das wird genau so ausgelegt, dass nämlich auch zukünftige Gewinnchancen, falls sie beeinträchtigt werden durch bestimmte Gesetzgebung, dann eben auch verletzt sind und dann in einen Staat verklagt werden kann. Also ich weiß, dass es mit Südafrika passiert, als es ein Gesetz erlassen werden sollte, das Schwarze im Arbeitsmarkt stärken soll. Und hat gesagt, es ist keine Diskriminierung, sondern das wird mehr Kosten aufwerfen für die Produktion. Und das ist eine Enteignung. Und damit können wir verklagen. Deutschland wird derzeit vor so einem, und das Beste ist, das sind keine Gerichtsverfahren, sondern es sind Streitschlichtungsverfahren, die sind total intransparent, die sitzen irgendwo in New York, also es ist immer Zufall, ob man was davon mitbekommt oder nicht, weil die nämlich auch super vertraulich eigentlich sind. Und beispielsweise die deutsche Bundesregierung wird derzeit gerade von Vattenfall verklagt wegen des Atomausstiegs. Und das Bundeswirtschaftsministerium findet das eine total gute Idee, weil da kann man ja mal dann alle internationalen Handelsfragen auch mal klären. Ist also eigentlich dafür, dass sie verklagt werden und wahrscheinlich werden sie sich nicht gut verteidigen. Ja? Und das ist natürlich das ist eine ganz große Katastrophe und da müsste viel mehr Arbeit zu gemacht werden. Und das ist sozusagen, das sabotiert jegliche demokratischen Unternehmungen. Und andererseits hat das auch einfach was damit zu tun, dass die Leute, die das auslegen, also in dem Recht, das muss nicht so ausgelegt werden. Ja? Also was eine Enteignung ist, das müssen nicht zukünftige Gewinnchancen sein. Im deutschen Verfassungsrecht ist das nämlich zum Beispiel nicht geschützt, deine Gewinnaussichten. Wird aber so ausgelegt. Warum? Natürlich, weil das alles so eine Wirtschaftsjuristen sind, die da sitzen in diesen Arbitration Panels. Ja? Ja, auch ein großes Thema, wo man, also diese Atomstieg-Aussage ist natürlich total was, woran man echt super Kampagnen drüber machen müsste. Kapazitäten sind begrenzt. Ne? Also, aber ja, also es ist ganz Katastrophe. Ja, herzlichen Dank für eure Worte nochmal. Herzlichen Dank an euch. Ihr habt euch und Sie, wir haben es länger gemacht. Ganz herzlichen Dank an die zwei Übersetzerinnen hinten, die ohne zu streiten. Die spontane Verlängerung jetzt hier praktisch mitgetragen haben. Ja, ich hatte auch das Gefühl, wir haben einfach verdammt viel zu tun und das wird bestimmt nicht leicht, aber gucken wir mal. Ja. Also euch einen schönen Abend noch und bis morgen.